Ich bin Sandra Selimovic. Ich bin Schauspielerin, Regisseurin, Rapperin und ich spiele hier im Burgtheater die Ärztin. Es ist mein erstes Engagement hier. Ich hätte mir ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich es jemals in dieses Theater schaffen werde. Und deswegen ist es für mich etwas ganz was Besonderes, vor allem auch als, als Migrantin, die einen sehr weiten und sehr schweren Weg bis jetzt hatte, ins Staatstheater zu kommen. Und deswegen ist es mir wirklich eine sehr große Ehre, endlich in Wien das erste Mal im Burgtheater spielen zu dürfen. Und ich freue mich auf den heutigen Abend. Währenddessen hat er gesagt, ich liebe dich so sehr, ich kann dir nicht mal in die Augen schauen. Entschuldige, aber ich kann nirgends ein Messer finden, Schatz. Das Gefühl kenne ich. Ich mein's ernst. Ich weiß. Ich habe heute mit der Frau über die Sache gesprochen. Ich habe heute mit ihr geredet. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ruth? Ja? Du sagst gar nichts, was irgendwie komisch ist. Sorry, ich hab's dir nur erzählt, weil ich dachte... Nein, ich freue mich, dass du es mir erzählt hast. Es ist ein Teil von dir. Ja? Ja. Der dritte Tag. Ich habe schon, glaube ich, mit 6, 7 Michael Jackson als Idol gehabt und habe seine Choreografien zu Hause nachgetanzt und habe sie mir selber beigebracht und habe auch damit die Familie unterhalten. Und als ich, glaube ich, 12 Jahre alt war, ist eine Filmfirma in unsere Schule gekommen und hat verschiedene Kinder zum Casting eingeladen. Unter anderem mich und ich habe dann die Rolle bekommen und habe dann in einer Fernsehserie beim ORF mitgespielt und seitdem war mir klar, dass ich Schauspielerin werden möchte. Meine Eltern waren natürlich nicht damit einverstanden, wie man sich vorstellen kann. Sie wollten, dass ich entweder irgendeinen ganz normalen Beruf lerne oder eben heirate und eine Familie gründe, aber Künstlerin stand für sie jetzt nicht auf der Wunschliste ihres Kindes, vor allem wahrscheinlich auch, weil ich ein Mädchen bin. Und deswegen war das sehr schwer, mich meinen Eltern zu widersetzen und trotzdem zu tun, was ich wollte. Sie wollten auch, dass ich bald heirate und das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Vor allem, weil ich bei den anderen Kindern gesehen habe, dass ihre Eltern sie, wenn es möglich war, unterstützt haben bei dem, was sie wollten. Und für uns war das eher so ein Überleben in Wien, auch als Migranten.
Also jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es für meine Eltern sehr schwer war, hier sich ein Überleben zu sichern. Sie mussten schlecht bezahlte Arbeit machen und ja, waren sehr überfordert. Wir sind 4 Kinder und deswegen hatten sie nicht die Möglichkeit, jetzt uns zu fördern oder sich auf uns zu konzentrieren, auf unsere Fähigkeiten. Dann hat mich eine Lehrerin entdeckt. Ich habe auf dem Schulhof getanzt und sie hat gesehen, dass ich sehr gut bin und hat mich dann in die Gruppe aufgenommen, in die Schauspielgruppe. Und von da an habe ich dann bei ihr gespielt. Und sie war diejenige, die mich dann gefördert hat und gesagt hat, ich soll Schauspielerin werden. Und an mich glauben. Und ich glaube, das war ein sehr wichtiges Ereignis für mich, weil ich denke, es ist sehr wichtig, dass man als Kind hört, und wenn es jetzt nicht von den eigenen Eltern kommt, dass man gut in etwas ist, dass jemand an einen glaubt und dass man jemanden versichert, dass man Zukunft hat und genau, dass man in etwas glänzen kann und dass, wenn man Spaß in etwas hat, dass man auch was erreichen kann, ja. Mama, min spanter, di tutta na halto e mince, min spanter, e shukar zura litare, hol pavardi, goro dene gadje, kasi mai lut parvale, kai mangen se love, sa zapeske, se zapeske, godoleski, amen, la, sta, choraste, na tuljom paron, sa gaci love, imam, a kana, min spanter, kata raven, lengi bun, nie shigera, sla, so amen, kogo bapenda, kasta vele sa, kogo bapenda, kasne kanci koni. Und von da an war das für mich klar, dass ich anders bin und dass ich meine Träume verwirklichen möchte. Ich wollte halt nicht wie alle anderen irgendwie früh heiraten und Kinder kriegen und dann zu Hause sitzen. Ich wollte was bewegen. Ich habe dann eben die Schauspielschule gemacht. Um 2 Uhr in der Nacht rief mich mal eine Hebamme an. Olga hieß sie. Baby kommt. Also wie immer. Jede Nacht dasselbe. Babys kommen immer mitten in der Nacht zur Welt. Und dachte mir, da muss es doch noch mehr geben. Vor allem, wenn es um das Thema Roma ging, dass man Roma immer so klischeehaft dargestellt hat, so, und so ein Stigma drüber lag. Dass sie eben arm sind, dass sie nicht arbeiten, faul sind, in Ghettos leben. Und ich absolut nicht damit einverstanden war, dass, weil ich mir gedacht habe, ich bin selber Romni und dieser Lebensstil, der gezeigt wird, im Film und Fernsehen stimmt so nicht oder stimmt nicht zu 100% oder ist nur eine Seite, die gezeigt wird. Und das hat mich irrsinnig aufgeregt, dass es immer darum gegangen ist, dass man eine Perspektive über Roma zeigt. Und dass immer weiße Menschen über Roma, über die Roma, Geschichten erzählen, aber Roma selber nicht ihre eigenen Geschichten zeigen oder ihre eigenen Geschichten erzählen. Und deswegen habe ich dann beschlossen, mit meiner Schwester einen Verein zu gründen und Geschichten zu schreiben, die von uns kommen, die uns aus einer anderen Perspektive zeigen, die auch Role Models sind, die
auch Menschen dazu, ermutigen, sich nicht zu schämen, dass sie Roma sind und vor allem auch die Sprache widersprechen. Weil ich immer wieder gesehen habe, je öfter ich Roma gesehen habe, die in einer Machtposition sind, desto eher haben sie verleugnet, also ihre eigene Roma-Identität verleugnet. Das ich sehr schade finde, weil dadurch bleibt genau dieses Klischee oder dieses Stereotyp bleibt bestehen, indem man immer nur das Negativbild zeigt über Roma und Sinti und erfolgreiche Menschen quasi ein gewisses Whitewashing begehen, also so tun, als ob sie der weißen Gesellschaft angehören. Also für mich ist es eine Ausdrucksweise, unsere Geschichte und unsere Kultur zu erzählen. Und es kommt immer darauf an, wer sie erzählt und in jedem Theater ist es auch eine Frage, für welche Geschichten man sich entscheidet und was man dadurch erreichen will. Möchte man Geschichten erzählen, die Gesellschaft kritisiert? Und möchte man damit etwas bewegen und verändern? Oder geht es um eine reine Unterhaltung, damit die Leute kurz aus der Realität flüchten können und sich amüsieren und danach wieder nach Hause gehen und nichts ändert sich? Die, die zu viel haben, sollen nicht geizen. Wollt ihr wirklich mit entspannter reizen? Betteln zu verbieten ist nicht gerade originell. Damit macht ihr arme Leute auch noch kriminell. So steht es im Gesetz geschrieben. Diese Leute gehören alle vertrieben. Minch Panther, wert noch nicht genug. Minch Panther, eine gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt. Alle Bankfilialen werden besetzt. Minch Panther, wert noch nicht genug. Minch Panther, eine gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt. Alle Bankfilialen werden besetzt. Was ich unter Roma-Theater verstehe, ist, dass wir zum einen geschichtlich Dinge aufarbeiten und zeigen, die bisher noch nicht sichtbar waren, weil sie zum Beispiel in den Geschichtsbüchern fehlt. Ich habe zum Beispiel, als ich ein Kind war und wir den Holocaust durchgegangen sind, nicht mitbekommen, dass auch Roma und Sinti verfolgt und vernichtet wurden, sondern nur Juden und Homosexuelle und so weiter. Im Nachhinein für mich wirklich fatal war, dass wir geschichtlich nicht anerkannt wurden. Und zum einen bedeutet es für mich auch wirklich Aufarbeitung und Aufzeigung, wo die Gesellschaft nicht hinschauen möchte oder wo Ignoranz da ist, und andererseits aber auch eine Bereicherung von Diversität, so wie das weiße Theater es noch nicht kennt. Und wie gesagt, eben auch ein Vorschlag und eine Kritik auszuüben unserer Gesellschaft, wo stehen wir und
wo könnten wir stehen, wenn es zum Beispiel Diskriminierung, Rassismus, Homophobie nicht geben würde. Ich sehe, Theater ist für mich politisch und Humor sollte natürlich nicht fehlen dabei, aber ich sehe Theater nicht nur als reine Unterhaltungskunst. Na, was soll denn das? Das heißt, der Prinz sucht eine Frau! Cinderella, das sind deine neuen Schwestern. Wir sind Zwillinge, wie du siehst. Und wir sind gewohnt, dass es nur uns gibt. Hast du schon mal einen von den Bällen gesehen, die sie veranstalten? Auf denen die ganze Nacht im großen Saal getanzt wird. Ich habe das Gefühl, als würde ich dich kennen. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie nie wiedersehen werde. Dieser gläserne Schuh ist das Geheimnis zum Glück meines Sohnes. Die Community reagiert unterschiedlich auf mich. Also zum einen weiß ich, dass sie sehr stolz sind, dass viele auch sich bei uns melden und auch mitmachen wollen. Zum anderen gibt es natürlich immer Oppositionen und immer Leute, die, das hat man überall, die sich beschweren oder die Angst haben, dass sich etwas Altes verändert. Ja? Veränderung macht Angst. Und ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man immer Stimmen haben wird, die sich dagegen sprechen und die das klassische, traditionelle gerne beibehalten wollen, weil es vertraut ist, weil es das ist, was sie kennen und weil sie Angst haben vor Veränderung. Aber ich denke mir, dass die neue Generation ich glaube, sehr, sehr dankbar ist, eine neue Dimension auch zu sehen und auch zu sehen, dass es auch sein muss, alte Traditionen auch aufzubrechen, ja? Weil wir uns weiterentwickeln müssen. Mama, ich muss dir wirklich was Wichtiges sagen. Mama! Bist du jetzt endlich still? Du weißt, ich liebe Oprah. Jeder von uns ist nur eine Halbmarke von einem Menschen, weil wir zerschnitten wie die Schollen zwei zu einem geworden sind. Daher sucht denn jeder beständig seine andere Hälfte. Der Grund hiervon nämlich liegt darin, dass dies unsere ursprüngliche Naturbeschaffenheit ist und dass wir einst ungeteilte Ganze waren. Und so führt die Begierde und das Streben nach dem Ganzen den Namen Liebe. Sag's nicht. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, sie ist ein Mann. Ich hab's gewusst, meine Freundin Mariam, sie ist ein Mann, stimmt's? Wir schmuggelten Hormonpräparate für Transmenschen. Auch ich fing an, Hormone zu nehmen. Ja, meine Familie bemerkte das natürlich. Diese Jungs waren alle schon mit einer korrumpierenden Idee von Männlichkeit infiziert worden. Das andere Stück war Roma Armee. Das war eins unserer bekanntesten Stücke. Mit dem Stück sind wir sogar zum Faustpreis nominiert worden. Das haben wir am Maxim Gorki Theater gespielt. Meine Schwester und ich haben das Konzept dazu geschrieben. Genau, es war eine Koproduktion also mit Romano Svato und da ging es mehr um, also die Hauptidee war, dass es eben als erstes nicht die Roma gibt und zweitens, dass ich keine Lust mehr hatte, dass Roma immer als
die Schwachen gesehen wurden, die Opfer, sondern ich wollte einmal eine Fiktion zeigen, wo der Rest der Welt Angst vor uns hat, quasi. Und deswegen habe ich das Stück Roma-Armee genannt und da ging es quasi um diese Fiktion, was ist, wenn wir uns zusammenschließen und eine Armee gründen und der Rest der Welt vor uns Angst hat und wir auch die Möglichkeit haben, unsere ganze Diversität zu zeigen. Ja, und das ganze Stück ist sehr, sehr farbenfroh geworden und ist auch zum Teil ein Musikstück geworden. Es ist, wir spielen es immer noch, seit 2017. Also es ist das erfolgreichste Stück, das wir jemals gespielt haben, bis jetzt. Wer es noch nicht gesehen hat, im Maxim Gorki Theater in Berlin, ist es immer noch zu sehen. Das Besondere ist auch, dass wir das erste Mal geschafft haben, erstens einmal ein Roma-Stück von Roma, mit Roma, auf einer Staatsbühne zu zeigen und nicht nur in irgendeinem Independent-Theater. Und alle, die mitspielen, sind aus unterschiedlichen Ländern, auch Roma und Romnia. Und wir spielen es in unterschiedlichen Sprachen. Genau, also das sind, ja, das sind ziemlich geile Stücke, also wirklich zu empfehlen. Da bin ich sehr stolz drauf. Ist der Kampf der Nicht-Weißen dieser Erde gegen ihre Unterdrücker. Wie kannst du nicht gewalttätig sein, wenn deine eigenen Leute versklavt, ermordet und sterilisiert wurden und immer noch in Brand gesteckt, deportiert, erniedrigt, unterdrückt und diskriminiert werden? Also meine Schwester Simonida Selimovic, mit der ich ja den Verein habe, sie wünscht sich ja, dass wir ein Haus finden, also wirklich, dass es ein Roma-Theater gibt, so wie es zum Beispiel ja auch mittlerweile auch ein jüdisches Theater gibt, warum auch nicht ein Roma-Theater? Also das wäre zum Beispiel ein Ziel, dass wir ein Haus bekommen. Und ja, ich würde mir auch wünschen, dass wir endlich einmal einen ordentlichen Film drehen über Roma und Sinti und eventuell eine Netflix-Serie, also dass es übergreift, damit es nicht nur jetzt im Theaterbereich bleibt, sondern damit das mehr Publikum greift, damit wir uns quasi vergrößern, das wäre für mich ein großes Ziel, damit wir internationaler werden.